Ja, und damit herzlich willkommen zurück in einem neuen Let's Play League of Legends. Wir sind heute mit dem Jax dabei und ich habe gerade vergessen, die Konfi umzustellen. Mist. Egal, passt schon. Ja, wir haben jetzt eine Attack Damage, Attack Speed Konfi drin. Normalerweise habe ich eine Attack Damage und eine Ability Power Konfi drin. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Warum ich Jax spiele, ich bin jetzt in den Jungle komplett gewechselt, ich bin also vom ADC runter und habe den Jungle für mich entdeckt. Ich finde, ich komme im Jungle besser zurecht als ADC. Spiele ADC aber gerne noch trotzdem, habe aber auch momentan halt nur Jinx, ne? Ich habe halt wesentlich mehr Jungler mittlerweile. So, wir gehen natürlich auf die Shaco Konfi, ach Gott, nicht auf die Shaco Konfi, wir gehen auf die... Ach stimmt, die Konfi hat sie ja rausgehauen. Och man. Also ich habe jetzt die falschen Runen drin und die Konfi, die ich mir erstellt hatte, hat das Spiel wieder gelöscht nach dem Update gerade. Lasst mich auf sie los. Gut, okay. Also wir spielen Jax. Ich bin jetzt auch in einem Clan drin bei LOL. Der Master Olli ist ebenfalls in einem Clan. Skype doch, TS auch gerade mit mir. Ich habe aber gerade sein Mikrofon stumm geschalten. Der Clan nennt sich X-Solution und wird zu den Challengern aufsteigen. Sage ich euch gleich mal jetzt so, ne? So voll übertrieben. Reit für den Kampf. Okay, das wollte ich nur mal sagen. So, wollen wir mal gucken, was der Jax so hier rausholt. Stellt euch vor, ich hätte eine richtige Waffe. Stimmt, er hat ja nur eine Laterne. Wer will ein Stück vom Champion? Bis zum Erscheinen der Vasallen. Was, wer will? Wer will ein Stück vom Champion? Alles klar, okay. Der war gut, du. Ja, aber ich spiel mit Jax. Mein neuer Jungler. Wir umkreisen hier die Sonne mal ein bisschen. Der Toxic Love ist übrigens auch Premade mit uns, ist aber nicht im selben Ich wieder. Yeah. So wird es gemacht. Okay, und ihr müsst schon mithelfen, gell? Also alleine kriege ich den jetzt hier mit Jax nicht auf. Wunderschön drauf. Und jetzt geht es los. Gut, das hat nicht so geklappt wie heute, aber okay. Ich mal Ward setzen hier und los geht's. Überraschung, da bin ich wieder. Und wir legen jetzt mal los hier und haben... Ich nehme auch mit Jax keinen Jump mit. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Jump bei Jax ebenfalls sehr unnötig. Deswegen lasse ich es einfach. Und Jax ist halt extrem stark rüstungstechnisch unterwegs. Seine Passiv ist unerbitterliche Kraft. Es heißt, er macht 6 Schläge und bei jedem Schlag erhöht sich sein Angriffstempo leicht. Bei jedem Schlag erhöht sich sein Angriffstempo leicht. Ihr seht es da unten, ich bin jetzt bei 5 Schlägen, bei 6 Schlägen. Und ihr seht schon, das Angriffstempo erhöht sich zu. So, siehst du, bam. Kann ich auch mal unten auch bei dem Angriffstempo das sehen kann. Los geht's. Moment. Ja, hat sich der halt abgenommen jetzt gerade. Sind wir schon beim Red? Wer ist als nächstes dran? Oh mein Gott, war das knapp. Und auch der stirbt. Und Jax schluckt seinen letzten Trank. Lasst mich auf sie los. Und wir begeben uns hier rüber. Warten aber ganz kurz, denn ich möchte ungern jetzt mit dem Leben da reinspringen. Für den Kampf. Da habe ich mich gar nicht gestanden, da ist klar, da muss ich neben stehen. Das wusste ich auch noch nicht. Füßt du mal eine Rolle dazu? Oh mein Gott. Los geht's. So, wir sind Level 3, haben aber keine Regeneration mehr jetzt. Wir machen jetzt noch die kleinen Geister. Die Geister, die ich rief. Überraschung! Da bin ich wieder! Down und wir skillen zuerst die
W. Gut, dass du das Spiel hier bist bei einer falschen Geschicks. Können wir sogar nochmal die Wölfe machen. I can farm in my farmer, I don't attack. First time ADC. Jetzt bin ich an der Reihe. So, der geht jetzt auch down. Ich habe gar keine Chance gegen uns. Und jetzt gehen noch die Wölfe weg. Überraschung! Da bin ich wieder! Jetzt könnte man sogar noch den Geist hinkriegen, siehst du mal, das wird ja mal besser hier. So. Jetzt bin ich an der Reihe. F drauf und ja, den kriegen wir doch noch. Siehst du, sehr schön. Dann sind wir jetzt bei 5 Minuten 5 und gehen kurz back. Dann können wir auch gleich die Blumen mitnehmen. Und der ist nicht verschenkt an irgendjemanden. Ich guck gerade mal, ganken kann ich gerade momentan nicht, weil alle pushen. Der Bot könnte vielleicht dazu kommen, dass ich ganken kann. Und wir gehen mit Jax zuerst auf die wo sind denn die? Die Tabis? Da. Nee. Doch. Nee. Sind das hier? Nee, da sind sie. Die Ninja-Tabis. Genau, auf die gehen wir dann zuerst. Wir holen uns einmal ein bisschen Rüstung und können uns noch können wir uns hier noch was leisten? Nee, können wir nicht. Dann doch, können wir gleich. Hol ich mir nämlich gleich nochmal ein Langschwert. Lass und dann geht's runter. Los. Ich kündige mal an, dass ich runterkomme. Natürlich müsste dann dementsprechend auch weggehen, wenn ich das mache. Ich hoffe, das tun sie. Gehen wir noch schnell Level 5. Ich hab sie los. Hat nicht ganz gereicht, okay. Bereit für den Kampf. Ja. Los geht's! Das war natürlich mega doof jetzt, dass die einfach angegriffen haben. Das wäre mega schön. Jetzt geht es los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich hab die auch nicht bekommen, gerne den ich mal ganz vergessen. Das war natürlich jetzt ein super erster Gang, genauso sollte ich erlauben. Was auch sonst. Tis Noob Jax. Ja, ich weiß, ich bin der Noob. Überraschung. Aber das mache ich ziemlich gut. Ich wieder. Chillt. Chillt mal, ich nehme auf. So, ich trinke auch noch einen Schluck. Lasst mich auf sie los! Ein Verbündeter. Schade finde ist, dass ich die Kuh nicht irgendwo hin machen kann, aber es soll nicht. So. Er nimmt. Bereit für den Kampf. Und Schlag ab und das war's dann auch für ihn. So. Gekillt. Los geht's. Kurz warten. Anspringen und angreifen. Dann hab ich auch cool finde bei Jax, wenn ich eine seiner Fähigkeiten mache, wird das irgendwie. Wer ist das nächste dran? Die anderen Fähigkeiten verkürzt. Das ist, ich das Shit zwar nirgendwo dabei, aber es passiert einfach. Ich weiß nicht warum. Ich finde auf jeden Fall ein cool. Na, ich hol mir jetzt erstmal noch meine Löschung. Da falle ich mit dem Farm zurück im Vergleich zum K6. Der hat auch ganz guten Farm momentan. Sterben. Und auch der hier stirbt. Wir sind Level 6, haben jetzt eine Rüstungsfähigkeit, die muss man aber nochmal durchlesen. Jeder dritte aufeinanderfolgenden Schlag verursacht zusätzlich 100 magischen Schaden. Hier Jägerschlecht in 25 Rüstung, zusätzliche Rüstung spricht 25. Des zusätzlichen Angriffsschaden. Bereit für den Kampf! Alles klar. So. Mit hier aber ähnlich, wir hauen uns erstmal so drauf und kaufen uns mit Jax dann auch gleich noch. Ich glaube, wir kaufen uns
Ja, dann brauchen wir uns dann gleich noch die ganze Lenson. Finde die für Jungle die so allgemein ziemlich spannend. Wer da anderer Meinung ist. Überraschung! Da bin ich wieder! Weiß nicht, du kannst dir das selbst deine Meinung machen. Ich finde die Lenson allgemein für jeden Jungler praktisch. Ne? Jetzt bin ich an der Reihe. So, den geht down. Ja, bumm, großer Schlag und dann auch schnell. Wir winnen late. Bereit für den Kampf. Wayne ist eigentlich in jeder Phase übelst gut. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Ich persönlich kann Wayne nicht spielen. Es gehört ein bisschen Skill dazu, um Wayne spielen zu können. Aber ich finde, Wayne ist in jeder Phase eigentlich so einer der Top-ABCs. So, starker auf Stufe 4 trainieren. Bereit für den Kampf. Und dann geht's zum Geist weiter. Dann sind wir gleich bei 45 Farmen. Dann so. Auf. Jetzt geht es los. Und weg. Aber mit dem kann ich gerade eh nichts ausrichten. Die Akasa, die ist gerade hier unten. Das war ein ziemlich sinnloser Jump von ihm. Das war seine Ulti gerade. Gehen mal leicht auf das Item. Was war das denn gerade? Einmalig passiv Schlachter verursacht dann für 20 Minuten durch der 6 Minuten verursacht das Leben 3 Minuten das Mana wieder her. Ein Gegner wird zum Berserker. Naja. Bin ich die besser. Muss ich sagen. Und ich hole mir die jetzt auch. Und zwar von dem Dings gleich. Lass mich auf sie los. Und stay in the lane and push. Ein Gegner wurde getötet. Okay. Das ist nice. Shugat hat gerade Fix gerade gekillt. Und macht sogar den auch noch was. So will ich das sehen, aber die Lane dahin gerade. Das will ich so nicht sehen. Go, 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 go. Ich hab sie los. So. Problem geklärt. Oh. Fluch, da kann ich mal gleich mal hier reinspringen, wenn ich fertig bin. Ein Turm wurde zerstört bei Shugat-Flügen. Shugat scheint gerade ordentlich abzugehen. Ich mal schauen, was für ein Level der hat. Shugat! Freundin. Achso, das geht ja gar nicht mehr. Ich bin jetzt halt was anderes drauf gelegt. Shugat ist gefeedet mit... zwei Minions, alles klar. Wer ist das? Jetzt sind also Grenzen noch. Und Spam. Und down. Jetzt gehen wir hier runter. Wir müssen halt dementsprechend, dass wir unser Leben aufladen. Überraschung! Da bin ich wieder. Bis schaut einfach im Modi. Lasst mich auf sie los. Ein Gegner wurde getötet. Na, Jinx ist weg, alles klar. Ich setze den mal an hier. Und auch das da. Und dann holen wir uns jetzt mal mein Blue wieder. Der Red, los geht's. Der Red ist auch noch da. Ein Gegner wurde getötet. Kein Mana mehr. Aber so gefällt mir das. Los geht's! Okay, ich kann noch nicht springen. Lassen wir das erstmal und gehen das mal direkt zum Blue. Katharine ist gerade zu weit weg. Überraschung! Blue. Da bin ich wieder! Blue, 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 Blue. So. Lasst mich auf sie los! Und der Farm steigt ordentlich momentan. Wir sind jetzt bei fast 60 Farmen. Das könnte mir gefallen, Tuten. Ein Gegner ist damit nicht haben wir mehr Farm als jeder feindliche. Bereit für den Kampf!
Gegnerische Doppeltutor. Das ist gar kein Form der Nahkampf.